müssen ja Danke sagen. Es ist wie jedes Jahr ein wahnsinnig gutes Turnier. Ich freue mich vor allem, dass es jetzt sportlich noch besser besetzt ist. Ich finde den Job toll, den Michael Stich da wieder gemacht hat. Grundsätzlich ist das, glaube ich, auch ein bisschen als Dank gedacht für die Zusammenarbeit während des Turniers. Und da können wir natürlich nach 10 Jahren Michael Stich als Turnierdirektor auch nur widerspiegeln. Wir danken ihm und seinem Team ganz herzlich dafür, dass er dieses Turnier erstmal am Leben erhalten hat und dann dafür gesorgt hat, dass es hier so bleibt, so floriert. Ich sage danke für eine ganz tolle Zeit und es hat so viel Spaß gemacht. Und wir vom Hotel sind ganz, ganz traurig, dass wir das nächstes Jahr nicht mehr machen können und wünschen einfach nur das Allerbeste und vielen, vielen Dank für alles. Es ist nicht nur Partnerschaft und es ist nicht nur das Verhältnis Sponsor und HSE, sondern es ist mittlerweile wirklich eine herzliche Freundschaft geworden. Und ich genieße den Abend hier ganz besonders, nicht nur, weil die HSE Dankeschön sagt, sondern weil es auch der letzte ist. Und ehrlicherweise, so eine kleine Träne habe ich schon im Knopfloch dabei. Wir danken uns bei der HSE für die tolle Zusammenarbeit. In den letzten 3 Jahren. Wir sind froh, dass wir die 3 Jahre dabei sein durften. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Man hat sich ergänzt, man hat Ideen ausgetauscht. Ja, es war einfach sensationell. Fand ich auch, ja. Sehr toll. Ja, ich würde in erster Linie bei Michael bedanken wollen, bei Detlef und bei Jens, weil mit den dreien habe ich mal zu tun gehabt. Ich finde, ihr habt einen ganz tollen Job hier gemacht. Ich finde es eigentlich schade, dass das jetzt nach 10 Jahren zu Ende geht. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns irgendwann nochmal wieder in so einer netten Runde wieder treffen können wie jetzt hier.